Herzlich willkommen. Wir wollen heute den Samsung 43 Q60 installieren. Vorerst haben wir diese Fernbedienung. Die Fernbedienung verbindet sich in der Regel automatisch. So wie jetzt. Indem wir einfach auf die mittlere Taste drauf drücken. So. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wählen wir erstmal die Sprache aus, in dem Fall Deutsch. Mit der mittleren Taste wohlgemerkt, das ist immer die Bestätigungstaste. Jetzt können wir das erstmal über das Handy einrichten oder über die Fernbedienung. Wir gehen über die Fernbedienung und wählen hier das Land aus. Bestätigen das mit der OK-Taste. Das Gerät erkennt automatisch die ganzen verbundenen Geräte, die an dem Gerät angeschlossen sind. Ansonsten für die automatische Suche, automatische Einrichtung, drücken wir wieder die OK-Taste. Hier fragt er, welche Empfangsart wir haben. Terrestrisches Fernsehen wäre DVB-T2 oder Kabelanschluss. Wir gehen auf Kabel. Im Normalfall gibt es nur noch digitale Sender und stellen hier bitte nur noch auf digital ein. Hier unten können wir entscheiden, ob wir nur freie Sender haben möchten oder alle mit den verschlüsselten Sendern wie Sky. In dem Fall machen wir erstmal nur freie Sender. Und natürlich nicht zu vergessen auch HD Plus, die im Satellitenbereich sind. Und auch im DVB-T-Bereich natürlich dann auch auf alle Sender. Nun drücken wir weiter. Jetzt will er die Netzwerkverbindung überprüfen. Falls ein Netzwerkkabel angeschlossen ist, erkennt er dies automatisch. Wenn nicht, wird es dann per WLAN verbunden. Hier müssen wir leider allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptieren, damit wir auch weiterkommen. Kann man überspringen, dann funktionieren allerdings einige Funktionen nicht, wie unter anderem auch die Sprachsteuerung. Falls es Updates geben sollte und das Gerät mit dem Internet verbunden ist, sucht er die und installiert die auch. Ist alles auf dem neuesten Stand und gehen auf Weiter mit der OK-Taste. Falls Sie ein vorhandenes Konto haben von Samsung, dann können Sie sich gerne anmelden. Wenn nicht, könnten Sie sich einen Samsung-Account anlegen, damit Sie auch Apps runterladen können. Ich mache das erstmal nicht und überspringe das Ganze mit der Pfeiltaste rechts. Hier fragt er jetzt nach der Postleitzahl. Mache ich einmal. Dann stellen wir den Kabelanbieter ein. GigaTV ist aktuell Vodafone bzw. ehemals Kabel Deutschland. Pure ist ehemals Telekolumbus, was jetzt für Berlin gilt. Wir haben im Laden GigaTV bzw. Kabel Deutschland. Drücken dann mit der OK-Taste auf Weiter. Uhrzeit kann natürlich automatisch eingestellt werden. Falls wir Alexa oder Google Assistant haben oder Bixby, können wir das gerne jetzt auswählen oder gehen auf Später. Beziehungsweise lassen es sein. Prime wäre dann die erste Anmeldung, die man machen kann, falls man Prime hat. Ansonsten kann man das überspringen. Hier habe ich die Möglichkeit, jetzt gewisse Apps schon im Vordergrund mir auszuwählen, die auf der Startseite sind. Und wir gehen auf Speichern. Wir drücken jetzt auf die OK-Taste und schon haben wir das Fernsehbild. Um die Sender zu sortieren, drücken wir auf der VIP-Taste, gedrückt lassen.
So, hier haben wir die Kanalliste. Um die Sender zu bearbeiten oder zu verschieben, gehen wir ganz runter auf Sender bearbeiten. Und bestätigen das Ganze mit der OK-Taste. Dann kommt eine zweite Liste mit den entsprechenden Sendern. Die Sender, die ich jetzt haben möchte, die markiere ich. Und gehe auf Nummer ändern. Nun ist ZDF markiert mit drei weiteren Sendern und habe jetzt die Möglichkeit, mit der Pfeiltaste dann eben die entsprechende Position festzulegen und zu bestimmen. Und wenn ich das haben möchte, drücke ich wieder auf die OK-Taste. Und da sind dann die Sender, die ich jetzt markiert habe. So. Nochmal. ARD markiert. Auf Nummer ändern. Und entweder die Position auswählen und bestätigen. Wenn wir fertig sind, gehen wir unten rechts auf Speichern. Und schon haben wir das gespeichert. Das war es erstmal für dieses Mal. Bis zum nächsten Video.